Was haben wir heute? Den 10. Ich glaube ja. 10. August mache ich mal wieder ein Türchen. Und zwar in meiner Homezone. Hier in bzw. ab Remscheid-Lennep geht es heute Richtung Rade vom Wald. Von da aus geht es dann runter nach Wipperfürth, dann auf der Bahntrasse längs Richtung Hückeswagen und von Hückeswagen dann wieder zurück hier nach Remscheid-Lennep. Das ist so in etwa ein bisschen grob mal die Tourenbeschreibung. Genaueres erfahrt ihr dann natürlich noch in dem Beschreibungstext, den ich dann später hier noch unter dieses Live-Video machen werde. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier auf der Trasse von Remscheid-Lennep, geht die bis nach Marienheide über Hückeswagen, Wipperfürth. Dieses Stückchen komme ich später wieder zurück. Also, bis gleich mal. Winke, winke. Ja, hallo zusammen, jetzt hier auch nochmal vom Schneidetisch. Ihr habt gerade gesehen, ich habe da noch ein Fotochen gemacht von den Tierchen da. Ja, das beginnt jetzt hier das Feldbachtal. Das führt dann runter bis zu einem Seitenarm, wo der Feldbach natürlich dann in die Wuppertalsperre fließt. Ja, und das ist wunderschön hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hunderte Meter oder Kilometer das jetzt hier sind, aber das geht hier schön immer bergrunter von oben, von der ehemaligen Bahntrasse, die von Hückeswagen nach Lennep führt. Ja, und jetzt überlasse ich euch mal ein längeres Stück einfach mit Musik. Thank you.
Ja, hier zur Linken war jetzt auch, wie gesagt, der Seitenarm von der Wuppertalsperre, wo der Feldbach dann hineinfließt. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal, ich habe gerade noch mal nachgemessen, ungefähr die 3,3, 3,5 Kilometer ab der Bahntrasse bis hier runter. Also ein wunderschönes Tal, kann ich euch nur sehr empfehlen. Ist landschaftlich sehr schön. Ja, und jetzt bin ich hier auch an der Krehwinkler Brücke. Das ist jetzt hier auch, ja, werdet ihr gleich sehen. Hier rechts blicke ich gleich hinein. Erstmal hier natürlich ein Blick auf die Wuppertalsperre. Und hier, wie ich schon gerade vorhin sagte, der Blick hier zu dem Badestrand kurz. Ja, da kann man auch baden. Weil sonst ist, glaube ich, ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches, glaube ich, an der Wuppertalsperre nicht generell überall baden erlaubt. Aber da an der Krehwinkler Brücke und da, wo ich vorhin am Feldbacheinlauf vorbeigefahren bin, da ist wohl durchaus Baden geduldet, sage ich mal. Ja, hier ist Krehwinkler Brücke auch so ein Freizeitpark oder was auch immer, wofür der ist, keine Ahnung, ob da Freizeit, Wohnungen, Häuser oder etc. Ich weiß es nicht. Ja, und da unten beginnt jetzt hier eigentlich auch die Bahntrasse, die jetzt hier von Krehwinkel aus hochgeht bis nach Rade vorm Wald. Ja, das sind so Nebenbahnstrecken. Wie gesagt, es ist heute auch ein Rundkurs von ungefähr 50 Kilometer, der in Lennep auf der ehemaligen Bahntrasse gestartet ist, die runtergeht zum einen Richtung Opladen. Man kann dann den Bergisch Born auch abbiegen und bis nach Marienheide über Hückeswagen und Wipperfürth fahren. Ja, und es gab früher mal eben, wie gesagt, habe ich ja noch nicht gesagt, aber ich sage es jetzt, eine Stichstrecke von Remscheid-Lennep, die hier runterführte über Krehwinkler Brücke hoch bis nach Rade vorm Wald. Und weiter bis nach Halver und von da aus wieder weiter bis nach Lüdenscheid. Also das Bergische Land und auch hier das Sauerland waren eigentlich von vielen kleinen Nebenbahnen durchzogen. Hatte ja schließlich früher, so direkt nach dem Krieg, ja auch nicht jeder gleich ein Auto und das hat halt gedauert. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt hier schon auf diesem, was jetzt hier noch erhalten ist, dieses Teilstück, was man hergerichtet hat, eben von dieser Nebenbahn, von ehemals Lennep bis nach Rade vorm Wald, eben hier dieses für Radfahrer befahrbare Teilstück von Krehwinkler Brücke bis hoch nach Rade vorm Wald oder eben umgekehrt. Ja, was ich allerdings schade finde, ist, dass man dieses ehemalige Bahntrassen-Nebenstreckenstück, wie gesagt, zwischen Lennep über Halver bis nach runter nach Lüdenscheid, dass man das ab Rade vorm Wald nicht weitergebaut, ausgebaut hat, also für Radfahrer zum Nutzen. Es gibt da nochmal so ein kurzes Teilstück, was da so beginnt bei Anschlag. Das ist da, wo die Ennepe lang fließt. Und da gibt es dann nochmal so ein kleines Stückchen hoch bis nach Halver rein. Habe ich aber auch ein Video schon mal drüber gemacht. Ich glaube, ja, Herbst, Sommer oder ja, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Müsst ihr mal in meiner Videoübersicht nachschauen. Indian Summer, jetzt fällt es mir wieder ein, im Bergischen Land. Das war der Titel, glaube ich. Genau, und da ist dieses Teilstück dann auch dabei. Das war dann im Herbst. Ja, jetzt geht es hier schon mal hinein in die Stadt. Ihr seht, das ist auch schön gemacht, beziehungsweise gut gemacht hier auch mit dem Radweg auf der linken, wie hier auf dieser Seite auch. Leider hier jetzt gerade wieder ein Stück, was neu gemacht wird, neu gepflastert und ja, gut, muss ja auch alles sein. Aber irgendwie frage ich mich immer, warum ich immer gerade das Glück habe. Das ist wie mit den Zügen. Wenn ich eine Tour plane, dann fahren die gerade nicht. Oder fallen aus oder es gibt Schienenersatzverkehr. Naja. Ja, geplant war eben dann hier am Markt in Rade vorm Wald. Das habe ich hier schon mal dieses Jahr auf einer anderen Tour, Rundkurs,
bin ich hier durchgekommen und da habe ich gesehen, hier gibt es also auch eine Eisdiele hier links und weiter oben auch noch. Ich war nämlich bei der weiter oben. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt hier auch da auf ist. Hier noch eine Außengastro, also eine Gastro mit Außensitzgelegenheit. Ja, diese Tour, wie gesagt, habe ich auch noch nicht gesagt. Ist auch irgendwie immer ein blöder Spruch. Naja, aber okay. Sei es drum, diese Tour habe ich am 10. August gemacht. Das war also jetzt vor den paar Tagen, wo es auf das Wochenende zuging, mit den heißesten Tagen, hier zumindest in NRW, deutlich über 30 Grad. Und ich habe gedacht, okay, die Tour wollte ich schon länger machen, dann mache ich die mal besser, bevor die große Hitzewelle kommt. Und es war sehr schön und angenehm, ein bisschen windig, aber nicht unangenehm. Und ich finde so immer so zwischen, ich sage jetzt mal 20, 25 Grad, das ist so für mich die noch gerade gut Radelwohlfühltemperatur. Vor allen Dingen durch so, auch wenn es jetzt hier kleinere Ortschaften sind, wie Rade vom Wald, Wipperfürth, Hückeswagen, man merkt da schon den Unterschied. Ne? Das ist wärmer, es ist, strahlt mehr Wärme aus und ist nicht gerade schön. Auch hier im Offenen bin ich dann immer froh, wenn es jetzt gerade nicht, sage ich jetzt mal, deutlich über 25, wer weiß, was noch über 30 Grad warm ist. Ja, wie gesagt, leider ist hier jetzt die ehemalige Bahntrasse nicht nutzbar gemacht worden. Wobei die hier eigentlich auch teilweise hier mal den ein oder anderen Kreisverkehr, ich glaube den zurückliegenden, auch gequert hat. Aber da sieht man schon gar keine Spuren mehr. Ich kann mich da auch nur noch schwach erinnern, als ich den Führerschein gerade gemacht habe. Da war die, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob da noch Güterverkehr war, wie auch immer. Es kommen jetzt hier einige Kreisverkehre, die da eben längs gehen. Ja, der Titel Drei Talsperrenrunde ist eigentlich, ja, die Bevertalsperre, die ist natürlich mit in der Runde eingeschlossen, aber die werdet ihr natürlich jetzt hier nicht im Video sehen oder zu sehen bekommen. Dennoch sind es drei Talsperren, die ich quasi umrundet habe mit dieser Tour. Also die große Wuppertalsperre, die Bevertalsperre und die Neietalsperre. Wobei ich, wie gesagt, an der Wuppertalsperre mal gequert habe, ein Stückchen längs gefahren. Ja, jetzt wird der Weg wieder ein bisschen besser. Man hat hier wenigstens ein bisschen zurückgesetzt von der Landstraße, die übrigens hier zwischen Rade vom Wald und Halver ist das, glaube ich, längs geht. Und da bin ich immer ganz froh. Jetzt kommt allerdings hier so ein Gimmick, das habe ich jetzt eigentlich auch erst durch die Tour gesehen. Da sitzen zwei angezogene Skelette als Mann und Frau. Weiß nicht, ob das ein Wink mit dem Zaunpfahl sein soll, weil hier sind ziemliche Kurven. Und man darf da eigentlich nur mit 50 durchfahren. Ob das jetzt speziell an die Motorradfahrer gedacht war, keine Ahnung. Ich nehme es mal an. Ja, und hier war dann auch der höchste Punkt der Tour, 400 irgendwas an Meter. Das ist schon ganz ordentlich, aber es geht ja, wie gesagt, gemächlich. Ich bin ja immer bemüht, ja, hier Radweg zu Ende, Schild. Habe ich gedacht, hä? Und dann kommen wieder Piktogramme auf der, hier auf der Seite, die das Fahrradsymbol beinhalten. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ihr wisst ja, ich bin immer bemüht, auch zu gucken, dass ich so die Strecken lege, so wenig wie möglich Straßen, die keine Radwege haben. Whatever, oder auch später gibt es auch noch ein Feld. Ich habe es jetzt mal hier ein bisschen schneller vorgespult, weil das Teilstück eigentlich sehr schön ist, weil ich hätte auch oben weiter die Landstraße fahren können, aber das ist mir eigentlich, ihr wisst ja, das ist nicht mein Ding. Ich mag es nicht laut, ich mag es nicht stinkig von dem Verkehr und ja, und die Straße ist auch ziemlich befahren, trotzdem da jetzt auf der rechten Seite natürlich ein schöner Radstreifen war, aber trotzdem. Ja, hier natürlich ein Foto, die Fotos findet ihr dann
in Komoot von dem, wenn ich sie hier nicht auch mit reinstelle, ich glaube, da war dann eine verblühte Distel, aber es sieht immer ganz total interessant aus und irgendwie hat es auch noch was, so wie von Strohblumen. Ja, und ihr seht, ne, das ist hier dieser Nebenweg, der geht auch nicht sonderlich viel rauf und runter, ist sehr schön und schön schattig, mal so ein bisschen halbdurchlässig von der Sonne her. Ja, und weil es vorher geregnet hat, stehen hier sogar noch ein paar Pfützen. Ja, also von daher, ja gut, es rappelt auch ein bisschen, aber ich sage jetzt mal so, für die Stadträder ist das nicht unbedingt geeignet, aber ja, kann man auch machen, ne? Mit den für die Stadt schmalen Reifen. Naja, okay, muss jeder selbst, also viel Schlaglöcher waren da nicht und viel dicke Wackermänner oder ich mag ja nicht die so bisschen so grob sind, da diese Steine, Schotter wie bei der Eisenbahn, also das ist schon ein bisschen, das geht gar nicht. Ja, jetzt bin ich hier bei Schwenke, das ist so ein kleines Örtchen, vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen. Auf jeden Fall ab hier ist es dann ein bisschen doof, um dahin zu kommen, wo ich dann auf der Nordseite zu den Neiebach kommen oder stoßen werde oder will wieder. Leider ließ sich das nicht ganz umgehen, hier auch eben mal stückchenweise ein paar Kilometer auf der blöden Landstraße lang zu fahren. Ja, ich habe es gerade noch mal in Google Maps abgemessen. Also dieses etwas nicht so schöne Teilstück hier, die Landstraße, ist denn so circa 3,5 Kilometer lang. Ihr seht, das hält sich aber mit dem Verkehr noch so halbwegs in Grenzen, wie ich finde. Ja, und es kommen sogar noch Radler, die einen überholen. Auch nicht schlecht. Ja, und die anderen motorisierten Biker auf zwei Rädern, für die ist das hier auch immer eine sehr beliebte Strecke. Ja, wie gesagt, der Abschnitt hier ist doch ein bisschen etwas mehr frequentiert, ist wie gesagt nicht ganz so schön, aber naja, ich habe keinen besseren Verbindungs- oder Stichweg gefunden als Schleichweg und ich sag mal abenteuerlichere Wege, die so Feldtrampelpfade sind, wollte ich jetzt auch nicht fahren. Ja, hierbei, jetzt muss ich noch mal gucken, nennt sich Gardeweg, genau, bei Gardeweg bin ich dann abgebogen und das war es dann auch schon mit diesem Landstraßengedöns. Ihr seht, dann wird das hier wieder wirklich Nebenstraße. Muss jetzt bestimmt schon über 20 Jahre her sein. Also von daher durfte das jetzt auch mal sein, statistisch. Aber gut, wenn es einen erwischt, kommt es immer blöd. Man möchte es eigentlich nicht. Ja, ich wunderte mich, dass dieser Reifen, obwohl es ein Schwalbe war, ich hatte immer gedacht, Bergamont, das Fahrrad hatte ich so gekauft, das E-Bike, und ich habe gedacht, oh, Schwalbe-Reifen, super. War mir aber nie ganz sicher, ob da nicht auch ein Pannenschutz dran war. Also anscheinend war da keiner, von daher, ja. Aber gut, das war wohl, da waren Brombeeren, wo ich das Rad neben der Bank abgestellt habe, um Fotos zu machen. Und anscheinend hat da dann eben mal so ein Dorn durchgeschlagen, aber so ein bisschen seitlich. Da nutzt natürlich der Pannenschutz, der befindet sich ja mehr in der Mitte, eigentlich auch nicht viel. Aber so ist es halt. Na gut, Ersatzschlauch hatte ich dabei, weil Flicken hatte ich jetzt auch keine Lust und deswegen habe ich dann halt den neuen Schlauch eingebaut. Aber natürlich das Loch habe ich in dem alten Schlauch auch gefunden. Das ist immer ganz wichtig, um auch in etwa zu gucken, wo im Mantel vielleicht die, nicht dass der Dorn da noch drin steckt, dann macht man den neuen Schlauch rein und hat direkt wieder ein Loch. Das ist ja nicht Sinn der Übung. Also da muss man schon immer ein bisschen gucken,
auch mal mit der Hand innen dann durchgehen, dass da nichts piekt oder sticht. Und deswegen ist das schon ganz wichtig, wenn man dann auch weiß, wo die Stichstelle war. Ja, hatte ich also gefunden, das Loch, war erst mal überlegen, soll es flicken oder nicht. Dann habe ich die Stelle gesucht und habe, wie gesagt, weil das war so ein Handbreit neben dem Ventil im Mantel, auch gut abgesucht, dass da nicht noch was drin steckt. Und dann habe ich eben den neuen Schlauch reingemacht. Ja, jetzt bin ich hier auch schon vorhin wieder auf der alten ehemaligen Bahntrasse drauf getroffen. Wie gesagt, die von Bergisch Born bis nach Marienheide geht. Da war übrigens die Wupper, beziehungsweise hier heißt die, glaube ich, noch Wipper. Deswegen heißt der Ort auch hier Wipper führt und nicht Wupper führt. Da hatte ich ja eigentlich vor, mir hier ein Käffchen zu trinken. Da ich aber jetzt mit der Panne ein ziemlich blödes Erlebnis hatte und das mich zeitlich sehr zurückgeworfen hatte. Ich wollte nämlich eigentlich hier so spätestens um 5 Uhr sein. Jetzt war es aber schon weit über 18 Uhr hinaus. Und ich wollte hier auch noch ein bisschen nachladen, weil ich jetzt für die 50 Kilometer Tour nicht den zweiten Akku mitgenommen habe. Habe ich gedacht, hier lädst du mal dann ein halbes Stündchen mit 6 Ampere. Ich habe ja den Schnelllader. Hier übrigens eine App, wo ihr dann die Ladestationen finden könnt. E-Station heißt die App. Ist sehr gut. Allerdings die Karte mit den eingeblendeten Lademöglichkeiten bekommt man nur als Kartenübersicht, wenn man einmalig 9,90 Euro an dem App-Betreiber oder Erfinder oder whatever bezahlt. Habe ich gemacht, habe ich nämlich genau vor dieser Tour noch gemacht und habe gedacht, komm, vielleicht schaltet sich dann die Karte frei. War auch so, sonst bekommt man halt nur per Text und ein Bildchen und Adresse und dann muss man immer erst suchen, wenn man sich dann ein Bild machen will, wo ist das denn auf einer Karte. Da muss man da extra wieder Google Maps anmachen. So ist das natürlich viel praktischer, wenn man denn die App in der App direkt die Karte bzw. eine Karte hat und die einen anzeigt, wo die Ladestationsmöglichkeiten sind. Ja, ich bin jetzt hier, wie gesagt, auf dieser ehemaligen Bahntrasse, Panorama, Dingsbums, keine Ahnung, oder Wasser, Quintett, hast du nicht gesehen, Trasse, wie die sich hier nennt. Wie gesagt, auf jeden Fall ist es die Bahntrasse, die von Lennep bis nach Marienheide führt, wobei in Bergisch Born, wie gesagt, so ein Seitenarm ist, der dann bis nach Opladen runter, fast bis am Rhein geht. Ich bin also jetzt hier, wie gesagt, auf diesem Neben- oder Seitenast auf dem Rückweg wieder Richtung Remscheid-Lennep unterwegs. Ja, hier links noch so ein alter Schienenbus, wie er hier zuletzt im Personenverkehr dann noch benutzt wurde. Hier war mal eine Gastro rechts, sogar mit Lademöglichkeit. Tja, warum die Leute da, naja, pleite gegangen, wahrscheinlich Corona, Krieg, Ukraine, weiß der Teufel, ne? Hier links noch der Flugplatz, so nennt er sich tatsächlich, obwohl das nur eine Wiese ist, in Wipperfürth-Neie. Ich würde eher sagen, so ein Segel- und Sportflughafen. Ja. Und bin jetzt hier von Wipperfürth unterwegs Richtung Hückeswagen. Das sind nur so 5,5 Kilometer ungefähr. Ist man dann schnell. Da kann man übrigens auch laden. Da gibt es auch eine Lademöglichkeit. Hat mir die App auch angezeigt. Da gibt es dann auch Bäcker. Hier links hätte man dann abbiegen können. Und ja, was man so begehrt. Ich hatte jetzt nach der Panne noch das Bedürfnis, ich wusste, dass hier diese Werkzeugstation ist, aber leider sagte mir, da waren schon ein paar Leute, die da standen und die sagten mir, ja, die Pumpe klappt, aber die Anzeige klappt eben nicht. Dann habe ich gesagt, gut, das nutzt mir dann nichts, ne, weil ich wollte ja eigentlich 3 bar aufpumpen, so ich das immer benutze. Maximal darf man 4, ich mache aber meistens nur so um die 3 bar, zwischen 3, 3,5 bar rein. Hat was ein bisschen mit dem Fahrkomfort zu tun. Rollwiderstand ist natürlich dann nicht ganz so gut. Je härter, desto besser oder je weniger Rollwiderstand. Aber das wisst ihr ja sicher auch alles.
So, und hier rechts hier von dem Gelände, jetzt geht es hier nur berghoch, ab Hückeswagen Richtung Bergisch Born. Da war dann die Wuppertalsperre noch. Die zieht sich ja eigentlich so längs, wie die Wupper geflossen ist. Man hat hier also nur in dem alten Wupperbett aufgestaut, bis sich dann natürlich die Seitenbäche, die da sowieso hineingeflossen sind, natürlich dann als Seitenvorsperren gebildet haben. Ja, hier links hätte ich jetzt den ganz steilen Berg. Ich weiß nicht, was, über 10%, ganz kurzes, heftiges Stück an Steigung, mache ich nicht. Kann euch empfehlen, ich fahrt hier rechts und dann wieder links. Und ihr seht, das geht dann recht gemächlich hier berghoch. Bis jetzt hier auf das letzte Stück, das ist ein bisschen mehr Steigung, aber nicht ganz so heftig wie da hinten an der Straße, wenn man da den direkten Bahntrassenradweg, hier trifft man dann übrigens auch wieder auf die eigentliche Bahntrasse. Also von daher ist dieser etwas flachere Weg viel schöner. Ja, hier ist auch die neue Brücke eingebaut. Endlich ist sie fertig, 1,5 Jahre hat es gedauert. Ja, ist also auch erst vor einem Monat oder so eingebaut worden. Ja, ihr seht, ich bin jetzt wieder an meinem Ausgangspunkt hier am Lennepper Bahnhof, wo die Bahntrasse dann auch startet. Ich könnte jetzt auch hier von hier nach Hause radeln, hatte ich aber jetzt keine Lust. Ich habe ja eh das 49-Euro-Ticket. Ja, und ich möchte mich dann auch schon mal langsam von euch verabschieden. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über ein Abo freuen und natürlich einen Daumen hoch. Ich sag winke winke und macht's gut und tschüss.